Hey meine Buddies da draußen, ich bin's Jan von Buddies United und heute erstmal einen fröhlichen Nikolaustag an alle von euch. Es ist der 6. Dezember und wir haben übrigens auch bereits unseren Adventskalender geöffnet. Das Video seht ihr auf Instagram, der Link in der Videobeschreibung. Aber heute habe ich ein ganz kleines, aber feines Video und zwar zeige ich euch, was für eine Zeitschrift ich hier habe. Und zwar ist es die Top Tor, dein cooles Fußballmagazin. Das ist die Ausgabe 14 2016. Das Ganze kostet in Deutschland 3,99 € und zum Beispiel in Österreich 4,40 €. Und ja, und es gibt einige Extras dabei und ein ganz entscheidendes, warum ich zum Beispiel die Zeitschrift gekauft habe. Und wenn ihr uns schon länger verfolgt, wisst ihr, dass wir nicht unbedingt die größten Fans von dieser Zeitschrift sind. Und das ist besonders der Preis und der im Umfang dieser Zeitschrift. Ich habe sie seit längerem nicht mehr gekauft. Wie gesagt, ich kaufe sie eigentlich nur, wenn halt Matchetext dabei ist, weil diese Zeitschrift, die haben eine Kooperation mit Tops und da sind ab und zu Karten dabei. Und wie auch heute, und zwar haben wir hier die Gold-limitierte Auflage von Marvin Hitz, dem Torhüter vom FC Augsburg, mit 90 Verteidigung, 11 Angriff. Und ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber die Karte ist tatsächlich ein bisschen verbogen. Und zwar war es so, dass in der Vergangenheit waren diese Karten meistens, wie auch zum Beispiel bei Bravo Sport und so oft, in einem Päckchen drin mit 4 Basekarten plus der Limi. Und dadurch waren sie auch immer im Top-Zustand. Aber hier, das habe ich eigentlich fast eigentlich noch nie wirklich so gesehen, war die einfach zwischen diesen ganzen, hier sind noch zwei andere Extras dabei, einfach war die hier und beim Zeitschriftenladen, wo ich die gekauft habe, im Kiosk, die hatten einige von den Zeitschriften und da waren, teilweise sahen die Limis echt übel aus, also diese ist nur ein ganz leicht verbogen und das ist ein großes Minus. Was ich besonders bei dem Preis muss man das einfach. Ich behaupte mal, dass besonders diese Ausgabe hauptsächlich von Leuten gekauft wird, die halt diese Limi haben wollen. Und ich, da ist es einfach schade, wenn diese dann verknickt ist. Also so sieht sie nochmal aus, von hinten so, wie man es kennt. Ich zeige euch jetzt noch ganz kurz. Also hier gibt es nochmal, was ist es? Ein Fußball-Hockey mit einem kleinen Puck. Wie man es auch ausspricht und zwei so, also ihr wisst ja wie so Tischhockey und dann gibt es noch Stutzenhalter mit Top-Tor drauf, also, naja, also, ich frage mich immer, ob das wirklich tatsächlich jemand benutzt, das ist natürlich ein nices Extra, aber, hier, naja, auf jeden Fall, aber das interessiert mich auch weniger und dann die Zeitschrift, wie gesagt, kostet 3,99 €. Was ist hier vorne drauf? Ich glaube, die ist letzten Donnerstag rausgekommen. Ich bin mir aber nicht sicher. Hier ein paar Topstars der Liga. Reus, Chicharito, Lewandowski, Draxler, der ja angeblich kurz vorm wahrscheinlich Wolfsburg verlassen wird. Dann hier die Topstars der Bundesliga steht auch da. Und hier gibt es alles Mögliche. Und was für uns als Eintracht-Fans natürlich auch interessant, hier ein Interview exklusiv mit Marco Fabian. Und wenn man reinschaut, also hier, ihr seht, also wenn man wirklich Fußball-News will, dann kauft man sich den Kicker Sportbild, das sind wahrscheinlich die besten noch. Aber hier viele Bilder, also natürlich sehr anschaulich, aber ich sag mal 4 Euro. Naja, hier, was sind das Poster? Also, das ist ein bisschen. Also ich mag diesen Preis nicht, ich sag mal 4 Euro gebe ich sogar noch aus für eine Limi, aber ich finde es einfach, besonders wenn es so bei, ja also hier steht wirklich fast ausschließlich aus Postern so erscheint wie das, ist dadurch, dann regt es mich das eigentlich noch mehr auf. Ja, ein paar Rätsel, aber es sind wirklich nur Poster, Leute, sind wirklich nur, ach, hier, dann irgendwie zu jeder Position haben sie ein paar Spieler, mehr Poster und dann halt noch ein Interview mit Marco Fabian, das ist anscheinend dieser Top-Teil. Achso, das ist übrigens hier, das ist interessant,
die Top 11 der Bundesliga für Marco Fabian. Von der Eintracht hat er da Radetzky und Vallejo, die ich auch aktuell mit die stärksten Spieler sehe. Aber dann noch Lahm, Hummel, Schmelzer, Kampel, Vidal, Kramer, Aubameyang, Chicharito, Modest. Und also ich weiß nicht, diese Zeitschrift, ich werde kein Freund davon. Ich weiß, also wirklich, besonders auch teilweise, wie die Spieler dann halt ausgeschnitten sind, die Bilder. Das ist, naja, also ist ganz okay, die Zeitschrift hat nicht viele Seiten. Wie viel hat sie? 34, 35 Seiten. Für 4 Euro für viele Bilder plus diese Sachen. Aber das die Hauptsache natürlich die Limi. Und ja, also das war's eigentlich von dem Video. Schon vom Video. Also, wie gesagt, falls ihr die Limi sammelt, falls ihr euch dafür interessiert, falls ihr vielleicht Augsburg-Fan seid, da haben wir auch einige unter euch, dann ist es sicherlich eine schöne Sache. Wobei, ihr müsst halt überlegen. Es sind halt 4 Euro eigentlich für die. Von den 3,99 zahlt vielleicht 3 Euro, 3,80 Euro für diese Karte und dann für ein bisschen Altpapier. Also so ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt und wenn man ein paar Poster will, dann ist es vielleicht auch was Nettes. Aber wie gesagt, ich bin kein großer Fan davon, weil es einfach viel Geld ist für wenig, wenig Inhalt. Aber ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns morgen schon wieder hier bei Buddies United. Ciao.